Das Käthchen von Heilbronn von Stanislaus Graf Grabowski. In den vorangegangenen Kapiteln dieses Romans erfuhren wir von der Begegnung Käthchens mit Graf Wetter vom Strahl und ihrem Sturz aus dem Fenster im Hause ihres Vaters, des Waffenschmieds Theobald Friedeborn in Heilbronn. Der junge Graf zog inzwischen mit seinem Tross weiter an den Hof nach Stuttgart. Dort lernte er Elisabeth von Thurne kennen, die ihm Herzog Ulrich als Ehefrau zugedacht hat. Elisabeth will jedoch weder ihn noch einen anderen ungeliebten Mann heiraten. Inzwischen ist Käthchen in Heilbronn so weit von ihren schweren Verletzungen, die sie sich bei ihrem Sturze zugezogen hatte, genesen, dass sie der Magd Gertrud von ihrem Traum in der Silvesternacht erzählt, indem ihr ein Engel einen Ritter zugeführt habe, der das Ebenbild des Grafen vom Strahl gewesen sei. Käthchen glaubt, dieser müsse wohl ihr künftiger Ehemann sein. Die Magd ist entsetzt, denn der Standesunterschied zwischen der Bürgerstochter Käthchen und einem Grafen machten eine solche Verbindung natürlich unmöglich. Dass Gertrud weder Meister Friedeborn noch irgendeinem anderen Menschen auch nur eine Silbe von dieser Unterhaltung mitteilte, wird man sich leicht denken können. Sie würde sich nicht einmal für berechtigt gehalten haben, derselben in der heiligen Beichte zu erwähnen. Aber auch mit Käthchen selbst durfte sie nicht noch einmal über diese ihr so sehr am Herzen liegende Angelegenheit sprechen, denn das junge Mädchen brach dann entweder sogleich in Tränen aus oder bat in der höchsten Aufregung, flehentlich damit verschont zu werden. Sie werde nichts tun, was gegen Gottes Gebote verstoße, versicherte sie höchstens, und mit der Zeit würde wohl alles wieder gut werden. Was ihren körperlichen Zustand betraf, so hatte sie mit der letzteren Voraussetzung vollkommen recht. Nach 4 bis 5 Wochen, der Bader hatte auf ebenso viele Monate gerechnet, konnte sie als beinahe vollkommen hergestellt gelten und wieder ihr Zimmer verlassen. Von da an nahmen ihre Kräfte immer schneller zu, wozu auch viel die milde und stärkende Luft des inzwischen erwachenden Frühlings beitrug. Und nur noch ihren etwas bleichen Wangen und dem ernsten Blicke ihrer Augen sah man an, dass etwas Besonderes mit ihr vorangegangen sei. Mit Eifer nahm sie im Innern des Hauses die altgewöhnten Beschäftigungen wieder auf, obgleich der Vater sie liebreich warnte, sich nicht zu sehr anzustrengen, und Gertrud stets bereit war, ihr auch die kleinste Mühe abzunehmen. Aber sie sang und lachte nicht mehr so fröhlich dabei wie früher und war nicht zu einem Ausgange, nicht einmal in die Kirche zu bewegen. Ohne Zweifel fürchtete sie, dass die Neugier der Leute ihr mit Blicken und Worten lästig fallen werde. Und Meister Theobald, der wohl fühlte, dass er dies auch bei aller Vorsicht nicht werde verhindern können, suchte sie auch nicht dazu zu drängen und überließ der Zeit, dass sich die alte Ordnung wieder vollkommen herstellte. Wenn anfänglich auch der Verdacht in ihm aufgestiegen war, dass der Anblick des jungen Grafen vom Strahl auf sein Käthchen einen mächtigen, unseligen Eindruck gemacht habe, so war er davon doch vollständig wieder zurückgekommen. Des Ritters wurde daher mit keinem Worte wieder im Hause erwähnt. Was Wilhelm Brunner betraf, so hatte er nach langer, kummervoller Entsagung die genesene Tochter seines Meisters mit stiller Herzlichkeit wieder begrüßt. Doch schien es, als ob zwischen den beiden jungen Leuten jetzt eine noch höhere Schranke als jemals aufgerichtet sei. Der frohe Scherz in ihrer Unterhaltung fiel ja fort, und Käthchen, die sich überhaupt öfter ernsteren Träumereien hingab, schien den Jüngling manchmal gar nicht zu beachten, obgleich es doch gewiss nicht in ihrer Absicht liegen konnte, ihn zu kränken. Die erste Hälfte des Märzmonats brachte in diesem Jahre schon das schönste Wetter mit sich, aber in Heilbronn und wohl in ganz Schwaben kam man nicht zu einer rechten Freude darüber. Denn so klar wie Gottes Himmel auch strahlen mochte, hatte sich der politische Horizont doch mit recht trüben Wolken bezogen und man konnte täglich den Ausbruch eines vielleicht langen und blutigen Krieges befürchten.
Ohne große Mühe hatte Herzog Ulrich von Württemberg Reutlingen eingenommen, die Bürgerschaft hart gestraft und die bis dahin freie Reichsstadt eigenmächtig seinem Herzogtum einverleibt. Zwar erließ er ein Manifest, durch das er diesen Schritt zu rechtfertigen suchte, aber seine vielen Feinde erhoben nun laut ihre Stimmen und predigten blutige Fehde gegen ihn. Wie schon erwähnt, gehörte Reutlingen zu dem Schwäbischen Bunde und dieser fühlte sich in seinen Gerechtsamen auf das Tiefste beleidigt. An seiner Spitze stand Herzog Wilhelm von Bayern, der Bruder Sabinens, der schon längst auf eine Gelegenheit lauerte, sich an Ulrich zu rächen. Und dieser versammelte nun, nachdem er die Kriegserklärung zu Wege gebracht, mit einer für die damalige Zeit bemerkenswerte Eile in der Gegend von Ulm ein Heer, das schon in den ersten Tagen des März bereit war, in die herzoglichen Ländereien einzufallen. Auch die Stadt Heilbronn musste als Genossin des Bundes dazu ein kleines Kontingent bewaffneter Mannschaft stellen, obgleich sie sich bei ihrer exponierten Lage nur höchst ungern auf die Fehde mit dem Herzog einließ, der sogar innerhalb des Stadtgebiets Güter besaß und mit ihr meistenteils auf gutem Fuße gestanden hatte. In der Stadt sprach man kaum von etwas anderem als diesen bedrohlichen Umständen. Und natürlich war im Friedebornschen Hause auch häufig die Rede davon, wie jetzt überall Städte und Ritterschaft zu den Waffen griffen und große Gefahren auf allen Seiten drohten. Kriegsleute zogen im Lande umher und machten die Straßen unsicher. Und eines Tages könne es wohl gar geschehen, dass der Württemberger Herzog vor Heilbronn erschiene und die Stadt in einen langwierigen Belagerungszustand versetze. Käthchen hörte solche Reden immer mit einer nicht zu verheimlichenden Unruhe zu. Darin konnte aber niemand etwas Auffälliges entdecken, denn der Gedanke an blutige Kriegsereignisse konnte ein junges Mädchen wohl einschüchtern. Zuweilen fragte sie auch kleinlaut, ob sich das Bundesheer denn schon versammelt habe, welche Städte, Fürsten und Herren dazu wohl gehörten und dergleichen, dem sich keine besondere Bedeutung beimessen ließ. Das Zwielicht der ersten Morgendämmerung lag noch auf den verödeten, schweigsamen Straßen der Stadt Heilbronn, deren Einwohner größtenteils noch nicht daran dachten, sich von ihrem Lager zur täglichen Arbeit und Sorge zu erheben, als Käthchen Friedeborn, die, wie sich aus ihren bleichen Wangen und geröteten Augenlidern schließen ließ, eine schlaflose Nacht verbracht hatte, schon vollständig angekleidet an dem Erkerfenster saß, von dessen Brüstung sie sich damals hinabgestürzt. Das junge Mädchen hatte aber eine ganz andere Kleidung angelegt, als es sonst im väterlichen Hause oder bei Amtsgängen zu tragen pflegte, und glich darin mehr einer schmucken Dirne vom Lande als einem Stadtkinde. Es war ein Anzug, den sie im vorigen Jahre, als sie sich mit der alten Gertrud während einiger Wochen in der schönsten Sommerzeit zur Stärkung ihrer Gesundheit auf ihrem Landgute in Böckingen, einem zum Stadtgebiet gehörigen Dorfe, aufgehalten, getragen hatte. Der dunkelfarbige wollene Rock war nicht so kurz, wie ihn die Dorfmädchen trugen, und nicht so lang wie das unbequeme Gewand der Städterinnen. Er zeigte gerade noch die hübschen, mit starken Lederschuhen begleiteten Füße und feinen Knöchel Käthchens und das enge Mieder von schwarzem Tuche mit mehreren Reihen kleiner, echt silberner Knöpfe saß dem schlanken Oberkörper wie angegossen. Das auf dem Vorderhaupte einfach gescheitelte goldblonde Haar war im Nacken zu zwei starken Zöpfen geflochten, deren mit hellblauen Bandschleifen versehene Enden bis weit über die Hüften hinabreichten. Was Käthchen zu so früher Stunde schon zu dieser kleinen Maskerade veranlasst haben mochte, würde einem jeden, der sie gesehen hätte, wohl ebenso unerklärlich gewesen sein, als das kleine zusammengeschnürte Bündel, das neben einem großen Tuche, wie es die Bäuerin bei schlechtem oder kaltem Wetter zur Umhüllung des Kopfes und des ganzen Oberkörpers zu gebrauchen pflegten, auf einem anderen Stuhle im Zimmer lag.
Gesehen aber hatte Käthchen an diesem Morgen noch niemand, denn die alte Gertrud schlief in der Nebenkammer noch so fest, dass man ihr Schnarchen durch die geschlossene Tür vernehmen konnte. Das junge Mädchen sah recht traurig aus und hatte sogar Tränen in den Augen. Die Hände hielt sie gefaltet im Schoße und schien lange Zeit einer welchen Träumerei, vielleicht auch einem frommen Gebete hingegeben. Als aber nun die große Uhr am Turme der Kilianskirche 4 gewichtige Schläge tat, fuhr sie rasch in die Höhe und erhob sich mit einem Ausdrucke von Entschiedenheit, die darauf hindeutete, dass die Ausführung eines großen Entschlusses an sie herangetreten sei. Noch einmal horchte sie auf die lauten Atemzüge der Magd im Nebenzimmer, dann nickte sie, wie zum Abschiede, mit wehmütiger Miene nach jener Richtung hin, ergriff schnell das Tuch, das sie um sich schlug, und das Bündel und verließ auf den Zehenspitzen gehend und die Tür mit äußerster Behutsamkeit öffnend ihr Gemach. So schlich sie weiter, die Treppe hinab, zuweilen noch einen langen, schmerzlichen Blick auf einzelne Gegenstände des Haushalts, an denen sie vorüberkam, werfend. Als sie im Erdgeschosse an die Tür kam, welche in das Schlafzimmer ihres Vaters führte, blieb sie stehen und lauschte wieder. Drinnen war alles totenstill. Der Meister schlief gewiss noch sanft und ahnte nicht, dass ein anderer in seinem Hause schon wachte. Ihre Augen füllten sich mit Tränen und von unwiderstehlicher Erregung ergriffen, sank sie plötzlich in die Knie und bedeckte das Gesicht mit beiden Händen. Durch ihr tiefes Schluchzen drangen die kaum hörbaren geflüsterten Worte hindurch. Vergib mir, teurer Vater, wenn ich dich so tief betrüben muss, aber Gott ist mein Zeuge, dass ich der Forderung meines Herzens nicht länger widerstehen konnte. Möge er dich und dieses ganze teure Haus in seinen heiligen Schutz nehmen, wie er sich mir, armem, unglücklichen Mädchen, gnädig erweisen wolle. Mehrere Minuten verharrte sie in dieser gebeugten Stellung, in der sie wohl neue Kräfte sammeln musste. Dann stand sie auf und ging so schnell weiter, als fürchte sie, dass sie ihren Entschluss noch bereuen könne. Die große, nach dem Markte führende Haustür war noch geschlossen und um das Gebäude zu verlassen, musste Käthchen über den Hof bis zu einer kleinen Hinterpforte gehen, in welcher der Schlüssel steckte. Sie öffnete und trat, sich vorsichtig nach allen Seiten umblickend, auf die menschenleere Straße hinaus. Alle Türen und Fenster in derselben waren noch geschlossen. Sie lief keine Gefahr, beachtet zu werden. Flüchtigen Fußes und leicht wie ein Reh, der schwere Fall hatte für ihre anmutige Beweglichkeit durchaus keine störenden Folgen hinterlassen, eilte sie fort dem Tore zu, das auf die Neckarbrücke führte. Dasselbe wurde von der dabei befindlichen Bürgerwache geschlossen gehalten, aber schon zu früher Stunde für die zum Markte hereinkommenden Landleute geöffnet. Käthchen kam noch ein wenig zu früh und musste sich deshalb in der Nähe hinter einem Hausvorsprunge versteckt halten. Sie stand dabei jedenfalls große Angst aus, entdeckt und befragt zu werden, denn sie hüllte sich immer fester in das große Tuch, sodass von ihrem Gesichte kaum mehr als die Augen zu sehen blieben. Nach einer kurzen Zeit aber ertönten von draußen Rufe, ein schläfriger Wächter öffnete die Pforte und mehrere Bauern, Männer und Weiber kamen mit ihren Körben herein. Jetzt fasste Käthchen Mut und ging eiligen Schrittes gerade auf das Tor zu. Die Bürgerwächter mochten doch darüber stutzig werden, dass jemand schon so früh die Stadt verlassen wolle, was wohl nicht häufig vorkam. Und der eine rief das junge Mädchen, als es gerade an ihn vorüberkam, an: Hey Frau, wohin wollt ihr denn so eilig? Nach Böckingen zu meiner kranken Schwester, erwiderte Käthchen ohne Besinnen und verdoppelte ihre Schritte. Die Männer riefen ihr, vielleicht doch nicht ganz befriedigt, noch einige Worte nach, aber von Todesangst ergriffen, wäre sie gar nicht imstande gewesen, darauf zu antworten. Ohne sich umzusehen, war sie in wenigen Augenblicken am anderen Ende der Brücke und schlug nun die am Flusse abwärts führende Straße ein, denselben Weg, den damals Graf Friedrich genommen,
als er von der Strahlenburg nach Stuttgart ritt. Käthchen wanderte rüstig fort, aber sie sang nicht ein frohes Lied, wie sie unter anderen Umständen an einem so herrlichen Frühlingsmorgen wohl getan haben würde, sondern Angst und unruhige Hast lagen in allen ihren Bewegungen. Und wenn ihr jemand begegnete oder sie an einem bewohnten Orte vorbei musste, so hüllte sie sich noch enger in ihr großes Tuch, obgleich es bei ihrer ländlichen Tracht doch gewiss niemandem eingefallen wäre, irgendetwas Verdächtiges an ihr zu suchen. Sie machte auch unterwegs nicht eine einzige Rast und dachte nicht daran, nur einen Trunk frischen Wassers zu sich zu nehmen. Nur zuweilen blickte sie sich, als sie die Türme von Heilbronn schon längst aus dem Gesichtskreise verschwunden sah, mit ängstlicher Miene um, ob ihr auch niemand folge. Endlich musste ihr aber auch der Weg, den sie vor sich hatte, nicht ganz sicher erscheinen, denn sie sah sich genötigt, einen ihr begegnenden Landmann zu fragen, ob sie hier wohl richtig nach der Strahlenburg gehe und wie weit es noch bis dahin sei. Ich muss geschwind unterbrechen, tut mir leid. Der Mann gab ihr freundliche Auskunft, dass sie noch eine gute Stunde zu wandern habe und beschrieb ihr ausführlich den Weg nach dem Schlosse. Aber er schüttelte doch den Kopf, als sie mit einem kurzen Danke weitereilte, denn ihr hastiges und ängstliches Benehmen war ihm auffällig gewesen. Da erhob sich denn endlich das feste alte Grafenschloss mit seinen starken Mauern, Türmen und Gebäuden von einer Bauart, der man unmöglich einen Namen geben konnte, auf einem steil gegen den Fluss abfallenden felsigen Hügel vor ihr, und leise zusammenschaudernd blieb sie, als ob sie auf einmal von saghafter Unentschlossenheit ergriffen würde, stehen und musste beide Hände auf das stürmisch klopfende Herz drücken. Weilte er dort, den sie suchte, und sollte sie ihn in kürzester Zeit schon wiedersehen? Wie würde sie dann seinen Anblick ertragen und was sollte sie sagen, da sie zu ihm führte? Wie würde er sie aufnehmen? Was über ihre Zukunft, die sie ja ganz in seine Hand zu legen gedachte, bestimmen. Sie müsste sich dieser sehr natürlichen Fragen wohl zum ersten Male vorlegen, denn sie war jetzt unfähig, eine Antwort darauf zu finden, und schon wollte sie sich in den Graben an der Landstraße niedersetzen, um zu überlegen, wie sie sich oben auf dem Schlosse, das ihr so imposant erschien und bange Furcht einflößte, benehmen solle, als sie sich mit den lauten Worten neuen Mut machte. Nur vorwärts, solange ich noch freie Wahl habe. Wenn man mich sucht und findet, würde man mich mit Gewalt zurückführen. Und das wäre mein Tod. Gott hat mich bis hierher geführt, weil er in meinem Herzen liest, dass kein unrechter Gedanke darin wohnt. Er wird mir auch weiterhelfen. Mit diesem Troste ging sie mutig weiter, bis sie vor der aufgezogenen Zugbrücke stand, die über einen breiten und tiefen Graben gerade auf einen runden Turm zuführte, in dem sich über dem großen Portale ein einziges kleines Fenster, das jedenfalls dem Wächter zum Ausfluge diente, befand. Käthchen zögerte, was sie beginnen solle, denn sie wagte nicht, laut um Einlass zu rufen. Alsbald aber erschien ein bärtiges Gesicht an dem kleinen Fenster und eine raue Stimme herrschte sie an, was und zu wem sie wolle. Ich wünsche den Herrn Grafen von Strahl zu sprechen, dem ich eine Nachricht aus Heilbronn zu überbringen habe, antwortete sie eingeschüchtert. Aus Heilbronn? Fragte der Türmer. Wer aus der Stadt hat mit dem Herrn Grafen zu schaffen? Ich komme von dem Waffenschmiedmeister Theobald Friedeborn, erwiderte Käthchen, durch die Frage in große Verlegenheit versetzt und erschrak auf der Stelle darüber, dass sie den Namen ihres Vaters so laut genannt. Der Türmer lachte laut auf. »Wenn's weiter nichts ist, Frau«, meinte er spöttisch, »so kann ich euch nur raten, euch schleunigst auf den Weg nach Ulm zu machen, wo unser Herr jetzt wohl beim bündischen Heer sein wird, denn er ist schon vor 3 Tagen dahin geritten. Wenn ihr aber nicht sehr eilt, dahin zu kommen, so mögt ihr ihn lieber in Stuttgart suchen, wenn der württembergische Herzog von da vertrieben ist. Habt ihr indessen eine wichtige Bestellung, so könnt ihr sie auch hier an unsere gnädige Frau Gräfin Mutter ausrichten.« Käthchen stand ganz erstarrt da. Auf eine solche Enttäuschung war sie nicht gefasst gewesen. Endlich brachte sie mit Mühe die Frage hervor.
könnt ihr mir nicht sagen, wie weit es bis Ulm ist und welchen Weg ich zu nehmen habe, um dahin zu kommen. Der unfreundliche Torwart schwieg vor Erstaunen zuerst eine ganze Weile still, dann rief er, Weib, seid ihr toll, ihr werdet doch nicht bis Ulm laufen wollen, bis an die 30 Stunden von hier entfernt, zumal der ganze Weg von Kriegsvolk, Württembergischen und Bündischem wimmeln wird, das euch unsauber mitspielen könnte. Das arme Kind hätte vor Schreck und Angst in die Erde sinken mögen. Es begann auf einmal zu fühlen, dass es wohl eine große Torheit begangen habe, sich auf gut Glück aus dem väterlichen Hause in die gefahrvolle Fremde hinauszuwagen. Aber der Rückweg schien ihr ja nun auf immer verschlossen zu sein. Gewiss sprach man jetzt schon in ganz Heilbronn davon, dass das Käthchen heimlich fortgegangen sei. Die Wächter am Tore mochten sich dabei der zu so früher Stunde davoneilenden Frau erinnern. Man würde vielleicht die Wahrheit erraten und dann, Käthchen mochte gar nicht weiterdenken. Sie fühlte nur, dass es einen einzigen Ort für sie gäbe, an dem sich ihr Schicksal vielleicht noch günstig wenden könne. Das war Ulm. Ich muss unter allen Umständen nach Ulm, sagte sie mit einer Entschlossenheit, wie sie nur die Verzweiflung verleihen konnte. Beschreibt mir den Weg dahin, Graf Friedrich wird euch Dank dafür wissen. Die letzten Worte mochten dem Manne doch wohl einigermaßen imponieren, denn er erklärte sich bereit, ihrem Verlangen nachzukommen und forderte sie sogar auf, über die Zugbrücke, die er herablassen wolle, zu kommen und vor Antritt des weiten Weges bei ihm eine Stärkung zu sich zu nehmen. Aber Käthchen schlug dies ganz entschieden ab und ließ sich nur sagen, welchen Weg sie zu nehmen habe. Dann bannte sie sich schnell wieder und eilte in der ihr beschriebenen Richtung fort. Kapitel 5 – Ein Strafgericht der Feme. Wie schwer dem jungen Mädchen, das sich zum ersten Mal so ganz schutzlos in die weite Welt hinausgewagt hatte, um das Herz bei der Aussicht auf eine große, beschwerliche und gefährliche Reise sein mochte, so herrschte doch augenblicklich der Gedanke vor, dass sie genötigt sei, noch einmal nahe an ihrer Vaterstadt vorüberzugehen und dass man sie wahrscheinlich bereits in deren Umgebung suchen werde. Obgleich sie nur höchst unvollkommene geografische Kenntnisse besaß, hatte sie aus der Beschreibung des Türmers von der Strahlenburg doch entnommen, dass sie am besten tun werde, sich bald über den Neckar sitzen zu lassen, die Stadt Weinsberg zu umgehen und sich dann immer in südlicher Richtung zu halten. Auf diese Weise gelangte sie auch am schnellsten in das Waldgebirge und blieb bis gegen Ulm hin fast immer darin, durfte daher hoffen, nötigenfalls leicht einen Versteck zu finden. An die Beschwerden dieser Wanderung dachte sie jetzt noch gar nicht. Nur das Ziel schwebte ihr vor, dem sie mit einem seltsamen Vertrauen, obgleich es doch in Wirklichkeit ein höchst unsicheres war, entgegenging. Der rüstigste Bursche würde schwerlich schneller vorwärts gekommen sein als Käthchen, die sich das Kleid ein wenig höher geschürzt und von einem Gesträuche am Wege einen tüchtigen Wanderstock abgeschnitten hatte. Endlich, als sie schon längst jenseits des Neckars war und die Sonne immer tiefer sank, begann sich bei ihr doch das Bedürfnis nach Speise und Trank sowie nach Erholung der müden Füße einzustellen. Und sie musste sich, so schwer es ihr wurde, entschließen, in ein möglichst abgelegenes Wirtshaus zu treten. Sie hatte ihre Sparpfennige, die in einigen Gold- und Silberstücken bestanden und für die damalige geldarme Zeit ein ganz hübsches Sümmchen ausmachten, zu sich gesteckt und konnte deshalb auf ein eigenes Kämmerchen Anspruch machen, das ihr die Wirtsleute auch bereitwillig einräumten, da man sie für ein recht wohlhabendes Landmädchen halten musste. Umso mehr fiel es aber auf, dass sie allein und zu Fuß augenscheinlich einen weiten Weg gemacht hatte und auf die neugierigen Fragen, deshalb musste sie sich mit kleinen Notlügen behelfen. Der Zufall wollte, dass ein recht ehrlich und zuverlässig aussehender alter Landmann am nächsten Morgen in dasselbe Wirtshaus einkehrte und mit eigenem Gespann bald wieder aufbrach, denselben Weg, den Käthchen vor sich hatte. Auf ihre bescheidene Bitte hin nahm er sie mit sich, verschonte sie auch mit zudringlichen Fragen
und brachte sie im Laufe des Tages ein so gutes Stück weiter, dass sie schon mehr als die Hälfte des Weges nach Ulm zurückgelegt hatte. Der alte Mann mochte freilich ein wenig übertreiben, aber er erzählte unterwegs so schreckliche Geschichten von dem wüsten Treiben des bei Ulm versammelten und dahin ziehenden Kriegsvolks, dass dem armen Kinde die Haut schauderte. Und als sie sich nun am Abend wieder in einem einsamen Wirtshause befand, das mitten in der rauen Alp auf dem Gebiete der Grafen von Helfenstein gelegen war, verging ihr fast der Mut, am nächsten Morgen die Reise in dieser zuweilen wildschauerlichen Gegend alleine fortzusetzen. Dankeschön. Der Frau von Eldershofen ausgeschüttet, sodass diese ihn nur dadurch einigermaßen zu trösten vermochte, dass sie ihm versprach, ihn noch vor seinem Auszuge mit Elisabeth von Turneck zusammenzubringen, damit er einen für sein ganzes Schicksal entscheidenden Schritt wagen könne. Davon ahnte Elisabeth noch nichts, sonst würde sie sich wahrscheinlich in ihr Schlafgemach zurückgezogen haben. Jetzt dachte sie aber nicht daran, denn die innere Aufregung, welche den Erlebnissen des Tages folgte, verscheuchte alle körperliche Müdigkeit. Und sie wusste es ihrer älteren Freundin sowie dem guten Vetter Hans von Eltershofen, der immer der gehorsamste Diener seiner Frau Base war, großen Dank, dass sie ihr noch Gesellschaft leisteten. Frau von Eltershofen und Vetter Hans waren zwei auffällige Gegenstücke, die sich dennoch nebeneinander vortrefflich vertrugen. Was die etwa 50-jährige Dame an Korpulenz, das hatte der edle Junker, der sich in ziemlich gleichem Alter befand, an Magerkeit zu viel. Lächelte ihr breites, rosiges Gesicht ewig in der süßfreundlichsten Weise, so wie ich von seinem schmalen, blassen Antlitze niemals die ernste Leichenbittermine und war sie in ihren Bewegungen flink und geschmeidig, so bewahrte er stets eine so steife und eckige Haltung, als ob seine Glieder auf das Engste eingeschnürt seien. Dieser Gegensatz der beiden Verwandten beschränkte sich aber nicht bloß auf ihre äußere Erscheinung, sondern bewährte sich auch in ihrem inneren Wesen und Charakter. Frau von Eldershofen konnte zuweilen recht heftig und imposant auftreten, wo sie es ohne Gefahr auf Widerstand zu stoßen wagen durfte. Und das musste der stets sanfte und bescheidene Vetter Hans nur zu oft fühlen. Teils war er zu gutmütig, dagegen zu opponieren, teils auch ein ganz armer Teufel, der nur von der Gnade seiner Frau Base lebte. Diese drei Personen saßen jetzt noch in dem Prunkgemache des herzoglichen Schlosses, das zu des Fräuleins designierter Wohnung gehörte, und unterhielten sich lebhaft über die stattgehabten und bevorstehenden Ereignisse, wobei der schönen Elisabeth die maßgebende Stimme überlassen blieb, als ein Diener den Besuch des Grafen Benno von Helfenstein anmeldete, der dringend um die Erlaubnis bitten ließ, sich vor seinem Feldzuge bei den Damen verabschieden zu dürfen. Ein beinahe böser Blick der jungen Dame auf die Ältere drückte deutlich genug ihr Missfallen und ihren Argwohn aus. Indessen begriff sie wohl, dass es zu spät sei, das getroffene Arrangement zu hintertreiben, und erteilte mit ziemlich ungnädiger Nonchalance die Weisung, den unwillkommenen Gast eintreten zu lassen. Graf Benno, der auch sogleich mit vielen Verbeugungen erschien und den Damen ehrerbietigst die Hände küsste, wobei er sich in Entschuldigungen wegen seines späten Besuches erschöpfte, war durchaus kein hässlicher junger Mann. Er mochte 4 bis 25 Jahre zählen. Jedenfalls aber hatte er, wie auch schon seine sehr gewählte höfische Tracht verriet, mehr von Kavalier als vom Krieger. Mittelgroß und gut, aber nicht zu kräftig gebaut, schien er es zu lieben, in Haltung und Bewegung eine gewisse Zierlichkeit zu legen, oder dieselbe war ihm vielmehr durch lange Übung schon zur Natur geworden, und diesen Ausdruck trug auch sein hübsches und glattes Gesicht, das von sorglich gebrannten Locken umgeben wurde und dem der kleine aufgedrehte Schnurrbart mehr Stutzerhaftes als Männliches oder Martialisches gab. In der Tat,
wie sehr sich Graf Benno den Damen gegenüber jetzt auch bemühen mochte, seine Teilnahme an dem bevorstehenden Kriegszuge als eine ganz freiwillige, der ritterlichen Anhänglichkeit für seinen Lehnsherrn entsprossene darzustellen, konnte man ihm doch recht gut anmerken, dass er nichts mehr als die Unterbrechung des Festes bedauerte und gern zurückgeblieben wäre, hätte er nur einen plausiblen Vorwand dafür zu finden vermocht. Auch konnte es beinahe lächerlich klingen, wenn er von ihm bevorstehenden Gefahren sprach, da es sich doch kaum annehmen ließ, die Reutlinger würden der Übermacht des Herzogs bedeutenden Widerstand entgegensetzen. Darüber bekam er denn auch auf manche leichte Spötterei von Fräulein Elisabeth zu hören, die ihm auf einmal gar nicht gewogen schien. Und als er das Gespräch auf den ihm nicht näher bekannten Grafen vom Strahl brachte, der ihn, wie er seufzend versicherte, heute eines unendlichen Glückes beraubt habe, erhielt er so kurze und schnippische Antworten, dass ein anderer wohl den Mut verloren haben würde, einen Vorsatz, wie er ihn mitgebracht, auszuführen. Frau von Eldershofen tat übrigens ihre Schuldigkeit. Zuerst schickte sie den Vetter Hans fort, damit er noch Reisevorbereitungen für den folgenden Tag treffe. Denn es war schon eine ausgemachte Sache, dass die Damen sich nicht länger in Stuttgart aufhalten wollten. Und dann verschwand sie selbst, trotz Elisabeths missbilligenden Blicken, um auf einen Augenblick nach ihren lieben Kindern zu sehen. Ihre Absicht war indessen, das Feld vollständig zu räumen und dem Grafen zu überlassen. Der Letztere bewies auch diesmal eine große Entschlossenheit, schnell zu seinem Ziele zu gelangen, denn er fühlte wohl, dass er nicht lange auf eine geduldige Zuhörerin zu rechnen habe. Mit süßen Worten pries er den Zufall, der ihm verstattete, vor einer entscheidenden Katastrophe das Fräulein mit seinen Gedanken und Empfindungen bekannt zu machen, erwähnte beiläufig, aber nachdrücklich seine günstigen äußeren Verhältnisse, die er bald auf ein anderes geliebtes Wesen zu übertragen wünsche, und rückte dann, da Elisabeth ihn auch nicht mit einem Worte unterbrochen hatte, geradezu mit einer schwärmerischen Liebeserklärung und einem förmlichen Heiratsantrage heraus, der für manche Dame allerdings viel Verlockendes haben musste, denn die Unwahrheit sprach Graf Benno nicht. Als er nun aber eben im Begriff war, sich vor der kalten Dame auf ein Knie niederzulassen, um sie durch diese sichtliche Zeichen seiner Hingebung mehr zu erwärmen, brach Elisabeth, die bis dahin eine ganz ernste Miene gemacht hatte, in ein so lautes und helles Gelächter aus, dass er erschrocken zurückfuhr und sie halb bittend, halb beleidigt anstarrte, als ob er noch gar nicht wisse, was er aus diesem Benehmen machen sollte. »Ihr macht euch da einen hübschen Scherz mit mir, Herr Graf«, rief das Fräulein heiter, »und ich könnte ihn wahrlich übel aufnehmen, wenn wir nicht so gute Bekannte wären und ich übrigens nicht schon Proben von eurer ritterlichen Ergebenheit und Galanterie hätte. Ich glaube, es ist euch nur um eine hübsche bunte Scherbe zu tun, die ich euch für den bevorstehenden blutigen Kriegszug umhängen soll. Dann hättet ihr euch aber früher an mich wenden können, denn ich versichere euch, dass ich keinen Vorrat an solchen minniglichen Angedenken besitze. Die Nacht ist zu kurz und ich bin zu müde, um euren Wunsch jetzt noch erfüllen zu können.« Wie viel offenkundiger Spott auch in dieser lachenden Antwort liegen mochte, wusste Elisabeth durch eine Liebenswürdigkeit und Unbefangenheit hineinzulegen, dass ein Mann wie Graf Benno nicht zornig darüber aufzubrausen vermochte. Er setzte auf diesen Scherz wohl sogar eine neue Hoffnung, denn als er sich von seiner Überraschung etwas erholt, begann er wieder seine zärtliche Tirade mit den heiligsten Versicherungen, dass er nie ernster gefühlt und gesprochen habe als in diesem Augenblick. »Ihr täuscht euch selbst, Herr Graf«, unterbrach ihn Elisabeth etwas ernster, aber immer noch mit leichtem, schalkhaften Lächeln. »An eine schnelle Aufwallung eures feurigen, edlen Herzens allein kann ich nicht meine Zukunft knüpfen. Nicht Worte, sondern tatsächliche Beweise eurer Liebe würde ich verlangen. Und vor allem gehörte Zeit dazu, dass sich dieselbe bewährte, wenn ich euch nur frei und offen sagen könnte, dass ich eure heißblütigen Empfindungen erwidere. Das bin ich aber heute nicht imstande. Und wenn ihr darüber die Geduld nicht verlieren sollte, will ich mein Herz erst reiflich zu Rate ziehen, ob die Annahme der Ehre,
die ihr mir antun wollt, sich auch mit meinem Glücke vertrüge. Wenn ihr jetzt in das Feld hinauszieht, hoffe ich, Muße zu dieser Überlegung zu finden, doch lege ich euch keinesfalls die bindende Verpflichtung auf, mir inzwischen eure Treue zu bewahren. Glaubt nur sicher, dass ein paar liebende Herzen, das füreinander bestimmt ist, sich immer zur rechten Zeit findet. Eure Freundschaft dürft ihr mir aber deswegen noch nicht entziehen und mögt inzwischen daran denken, dass die meinige euch die besten Wünsche für euer Wohlbefinden und zu erfechtendem Ruhm mitgibt. Damit lasst uns jetzt scheiden, denn ihr werdet zweifellos noch Vorbereitungen zu eurem Zuge zu treffen haben und ich bin, wie ich euch schon sagte, durch die mancherlei anstrengenden Ereignisse dieses Tages so erschöpft worden, dass ich der Muße bedarf. Damit reichte sie dem jungen Manne, der eine sehr trübselige Miene machte, aber keine weitere Einwendung zu finden wusste, in freundlicher Weise die Hand zum Kusse und nötigte ihn, seinen kleinlauten Abschied zu nehmen, zu dem sich auch Frau von Eldershofen wieder einfand. Elisabeth hielt es nun wohl nicht mehr für nötig, der Letzteren Vorwürfe zu machen oder überhaupt ihre Verhandlung mit dem Grafen zu erwähnen, sondern zog sich sogleich in ihr eigenes Schlafzimmer zurück. Indessen dachte sie nicht daran, sich zur Ruhe zu begeben. Und wer sie beobachtet hätte, würde auch leicht die Überzeugung gewonnen haben, dass die von ihr erheuchelte Müdigkeit ihr ganz fern lag. Sie löschte die Lichter aus, damit man glauben solle, sie sei zu Bette gegangen und setzte sich vollständig angekleidet an das Fenster, von dem man auf den Schlosshof hinabblicken konnte. Hier, wie in dem ganzen großen Gebäude, ging es noch ebenso geräuschvoll wie in der Stadt her. Elisabeth blickte eine Zeit lang nachdenklich auf das lebendige Treiben zu ihren Füßen, besonders aber nach den hell erleuchteten Fenstern des Flügels, welches Herzog Ulrich selbst bewohnte. Man sah an denselben dunkle Schatten hin und her schweben, dieselben waren aber so formlos und schnell veränderlich, dass sich nicht deutlich erkennen ließ, wem sie angehörten. Das Fräulein seufzte wiederholt und eine lebhafte Unruhe schien sie zu erfassen. Sie erhob sich, tat einige Schritte in die Stube hinein und setzte sich dann in augenscheinlicher Unentschlossenheit wieder nieder. Das wiederholte sich mehrere Male, bis die große Schlossuhr die 11. Stunde geschlagen hatte. Plötzlich sprang sie rasch auf, suchte sich mit leisen Schritten im Gemache bewegend unter ihrer Garderobe einen langen und weiten Mantel von dunkler Farbe, der mit einer Kapuze versehen war, hervor und hüllte sich so vollständig in denselben ein, dass man sie selbst bei hellerer Beleuchtung nicht so leicht erkannt haben würde. Eine Minute noch zögerte sie, aufmerksam an der Tür lauschend, dann öffnete sie die letztere mit äußerster Vorsicht, trat auf den im Halbdunkel liegenden Korridor hinaus und nahm den Schlüssel, nachdem sie ihn von außen umgedreht und abgezogen, mit sich. Die Ängstlichkeit, mit der sie sich nach allen Seiten umblickte, konnte eigentlich überflüssig erscheinen, denn in diesem Teile des Schlosses herrschte eine Totenstille, da die müden Gäste, die an dem Auszug des Herzogs kein weiteres Interesse nahmen, sich schon längst dem Schlafe überlassen hatten. Elisabeth kannte auch die verzweigten Korridore so genau, dass sie ohne Besinnen einen Weg wählen konnte, der sie, ohne dass sie jemanden begegnete, durch ein kleines, offenstehendes Portal auf den Hof führte. Mutig schlüpfte sie durch das Gedränge von Menschen und Pferden in ihre unscheinbaren Verhüllung, die bei der Dunkelheit kaum unterscheiden ließ, ob sie Mann oder Weib sei. Wurde sie von niemandem beachtet, alles hatte ja auch reichlich zu tun und nicht Zeit zu müßiger Neugier. Ihre raschen Schritte richteten sich nach dem Eingange der Schlosskirche, deren mächtige Umrisse sich nur undeutlich gegen den dunklen Nachthimmel abzeichneten, aber durch die schmalen und hohen gotischen Fenster schimmerte aus dem Innern des Gebäudes her ein schwacher Lichtschein. Jedenfalls wurde dort noch, wie es bei solchen Gelegenheiten eine fromme Sitte war, für diejenigen der Ausziehenden, welche das Bedürfnis fühlten, sich durch Gebet für die ihnen drohenden Gefahren zu stärken, eine Messe gelesen. Elisabeth öffnete eine kleine, nur angelehnte Pforte neben dem Hauptportale und betrat die Kirche.
Der größte Teil derselben lag im Finstern, denn nur auf dem Hauptaltare brannten einige Kerzen und wirklich stand auf dessen Stufen ein Priester, der von einigen Chorknaben bedient, mit eintöniger, unheimlich in den weiten und hohen Wölbungen verklingender Stimme die Worte des Rituals abwechselnd sang und sprach. Er hatte nur wenige Zuhörer, die vor dem Altar und im Schiffe der Kirche zwischen den Betstühlen verstreut knieten und andächtig ihren Gottesdienst verrichteten, sämtlich gewöhnliche Soldaten und Knechte, die sich schon in voller Marschrüstung befanden. Jeder kam und ging nach Belieben mit leisen Schritten und kümmerte sich durchaus nicht um die übrigen Anwesenden. Elisabeth hatte daher hier wohl kein unangenehmes Zusammentreffen zu befürchten, dennoch schlich sie sich, den tiefen Schatten der hohen Pfeiler benutzend, mit ängstlicher Vorsicht dem Hauptaltare näher und musterte dabei die finsteren Seitenkapellen, in denen höchstens einmal ein mattes Öllämpchen brannte, mit einer Sorgfalt, als suche sie jemand darin oder fürchte von daher überrascht zu werden. Auf einmal zuckte sie wirklich betroffen zusammen und trat schnell hinter einen der großen von Eichenholz geschnitzten Beichtstühle, die sich zwischen den Eingängen zu den erwähnten Seitenkapellen längs der Wand reihten. Aus diesem ganz vortrefflichen Verstecke konnte sie in eine der letzteren hineinblicken, in der, ihr den Rücken zuwendend, ein Mann vor dem Apostel Petrus geweihten Altare kniete. Es war umso schwerer, bei der mangelhaften Beleuchtung auch nur den Bau seiner Gestalt zu erkennen, denn er hatte einen großen dunklen Reitermantel um sich geschlagen, aber das auffällig starke, gelockte Haar, das sich gegen eine hellere Stelle des Altars scharf abzeichnete, machte ihr einen guten Bekannten wohl kenntlich machen. Die junge Dame horchte, Hals und Kopf weit vorstreckend, mit so großer Spannung auf das leise Gemurmel, das über die Lippen des Betenden ging, dass sie gar nicht merkte, wie ihre Kapuze sich zurückstreifte und ihr Gesicht vollständig enthüllte. Aber es war ihr nicht möglich, auch nur ein einziges Wort zu verstehen, dennoch schien ihre innere Erregung zu wachsen und sie drückte die eine Hand fest auf die Brust, als ob sie deren Wogen gewaltsam beschwichtigen müsste. Nach Verlauf von ungefähr 10 Minuten erhob sich der Kniende, wobei die Rüstung und das Schwert, die er unter dem Mantel trug, rasselten und wandte sein Gesicht so, dass man deutlich das schöne, kühn gezeichnete Profil von dem Gesichte Herzog Ulrichs erkennen konnte. Einige Augenblicke noch stand er unbeweglich da, dann ging er seinen Tritt dämpfend, als ob es ihm unlieb gewesen, an dieser Stätte entdeckt zu werden, dem Ausgange der Kapelle zu und kam auf höchstens 2 Schritte an dem lauschenden Fräulein vorüber. Sie machte auch keine Bewegung, um sich tiefer in ihren Versteck zurückzuziehen. Mochten sie nun Schreck und Bestürzung gefesselt oder es in ihrer Absicht gelegen haben, von dem Herzoge bemerkt zu werden. Als er die dunkle Gestalt neben sich gewahrte, stutzte er und ein halblauter Ausruf der Überraschung entfuhr ihm. Ehe er aber noch zu weiteren Worten kommen konnte, war Elisabeth dicht an ihn herangetreten und flüsterte mit einer Stimme, der man ihre tief erregten Empfindungen anhören konnte. Verzeiht mir, mein gnädigster Herr, wenn ich euch zu suchen und seit wenigen Minuten hier zu belauschen wagte. Ich weiß, dass ich einen kühnen Schritt getan habe, den ihr vielleicht nicht billigen werdet. Aber es war mir unmöglich, euch Kampf und Gefahr entgegenziehen zu lassen, ohne noch einmal einen Kuss des Abschieds auf eure Hand zu drücken. Werdet ihr der armen Elisabeth darüber ernstlich zürnen können? Des Herzogs Betroffenheit schien sich nicht vermindert zu haben, als er an Stimme und Gestalt das Fräulein von Turnig erkannte. Und sein längeres Schweigen sprach gerade nicht dafür, dass ihm diese Begegnung angenehm sei. Es klang auch ein leichter Vorwurf aus seinen Worten heraus, als er endlich, übrigens in gütiger Weise, fragte, »Wie konntet ihr aber wagen, Elisabeth, mich um diese Stunde hier aufzusuchen?« Wenn man euch jetzt außerhalb eurer Zimmer erblicken sollte, könnte euer Ruf in eine schlimme Gefahr kommen. Durchlauchtigster Herr, ich dachte nicht an mich, sondern nur an euch, erwiderte das Fräulein zwar etwas kleinlaut, aber doch mit einer Innigkeit, die auf eine nähere Vertraulichkeit zwischen ihr und dem Fürsten schließen ließ. Der Herzog schien auch davon gerührt zu werden, denn
In noch viel sanfterem Tone meinte er, während er ihr leicht die glühende Wange streichelte, unbesonnenes Kind, ich sollte wohl um eurer selbst willen zürnen, aber ich weiß ja, dass eure Teilnahme aus einem mir ganz ergebenen Herzen kommt. Fürchtet ihr denn wirklich so sehr, dass mir auf diesem armseligen Kriegszuge ein Leid geschehen könnte? Oh, wenn der Himmel meine inbrünstigen Gebete hört. Gewiss nicht, antwortete Elisabeth, die herzogliche Hand mit leidenschaftlichem Feuer küssend, ehe Ulrich sie zurückziehen konnte. Warum lasst ihr mich nicht das kurze Glück, eure Hand an meine Lippen pressen zu dürfen? Wer weiß, ob es mir jemals wieder beschieden sein wird. Genug, genug, sagte der Herzog, sanft abwehrend, mit einem Tone, in dem doch eine kleine Strenge lag. Ihr dürft nicht vergessen, wer ihr seid, liebe Elisabeth, und dass vielleicht bald Pflichten an euch herantreten werden, welche eure Ergebenheit für mich engere Grenzen ziehen müssen. Seit heute Mittag glaube ich, dass ihr nicht mehr weit von diesem Ziele entfernt sein möchtet. Ich bin nur euren Befehle gehorsam gewesen, gnädiger Herr. Aber nicht ungern, nicht wahr? Ich freute mich herzlich, als ich bemerkte, in welch gutes Einvernehmen ihr euch alsbald mit dem Grafen vom Strahl zu setzen gewusst hattet. Ich könnte euch gar keinen vortrefflicheren Gatten wünschen. O Durchlaucht, unterbrach ihn das junge Mädchen, dem die Tränen nahe zu sein schienen. Glaubt ihr denn wirklich, dass ich jemals den Grafen Strahl lieben könnte? Ihr erschreckt mich, Elisabeth. Es ist mir ja nicht eingefallen, euch die Heirat mit einem ungeliebten Manne aufzwingen zu wollen. Wenn ihr eine andere geeignete Wahl treffen wollt, so werde ich nichts dagegen einzuwenden haben. Es ist gleich viel, ob ich den Grafen von Strahl heirate oder einen anderen, entgegnete Elisabeth mit bitterer Entschlossenheit. Wenn ihr es einmal wünscht und für vorteilhaft haltet, nur bitte ich euch, gnädigster Herr, niemals zu glauben, dass ich mit meiner Hand auch mein Herz vergeben könnte. Ich werde euch gehorsam sein, mehr verlangt nicht von mir. Unfähig, weiter zu sprechen, brach sie in Tränen aus. Man hätte dem Herzog ansehen können, dass er sich auf das Peinlichste berührt fühlte und diese Szene gern ein Ende machen wollte. Liebe Elisabeth, sagte er in etwas gezwungenem Tone, ich wollte nichts als euer Glück, denn ihr habt meine Freundschaft reichlich verdient und sie wird euch stets bleiben, in welche Lage euch und mich auch das Schicksal versetzen mag. Ich bitte euch, dass ihr mir keine anderen Absichten unterlegen möget, die sich nicht mit meiner Ehre als Fürst und Mann vertragen würden. Wenn ich von Reutlingen zurückgekehrt bin, werden wir hoffentlich bald Gelegenheit finden, uns wegen eurer Zukunft weiter abzusprechen. Jetzt aber drängt mich, wie ihr einsehen werdet, die Zeit, denn meine Leute warten auf mich am Roten Bühltore und ich habe mir nur einige Minuten abmüßigen können, wie ihr ganz richtig vorausgesetzt, Gott um seinen gnädigen Beistand in meiner gerechten Sache zu bitten. Lebt nun wohl, betet für mich, wie ihr versprochen habt, und ich, euer alter Freund, will von Herzen wünschen, dass sich die Stürme, welche heute eure Brust bewegen, vollständig gesänftigt haben, wenn wir uns wiedersehen. Gott schütze euch, liebes Kind. Rasch küsste er Elisabeth auf die Stirn, drückte ihre Hand und ging klirrenden Schrittes davon. Das junge Mädchen lehnte sich an einen Pfeiler, verhüllte das Antlitz und weinte bitterlich, bevor es die Kirche wieder verließ und auf dem früheren Wege das stille Gemach aufsuchte. Pünktlich um Mitternacht erschien der Herzog, ganz gewaffnet und zu Pferde vor dem Roten Bühltor, wurde von Rittern, Soldaten und Volk mit lautem Jubel begrüßt und ließ, nachdem er eine kurze und kräftige Ansprache an sie gehalten, in der er sich auf sein gutes Recht berief, unter Trompetengeschmetter und Trommelwirbel den Marsch gegen Reutlingen antreten.